Hallöchen zusammen zum nächsten Part. Pokémon Rubin in der Nuzlocke Challenge. Wir sind hier in Metaros City. Und ja. Wir haben das letzte Mal alles so um den Metaflur-Tunnel erstmal erledigt. Und wollen jetzt mal mit dem Kerl hier sprechen. Und, und wie sieht es aus? Die Devon-Waren? Du hast es geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Way, jetzt haben wir zwei Superbälle. Wow, cool. Leon packt Superball in die Balltasche. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Ah, gut, okay. Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft in Graphitpot City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es den Dieben erneut in die Hände fallen würde. kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Ach ja, da fällt mir ein. Würdest du mich einen Moment entschuldigen? Na gut, okay. Warum nicht? Was ist da los? Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Ich bin Trum, Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graphitport City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Faustauhafen Halt machen? Und Troy im Faustauhafen einen Brief von mir überbringen? Brief erhalten! Way! Leon packt Brief in die Basis-Items-Tasche. Nun, du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Way, wir halten das Pokénav. Way, cool. Dieses Gerät, es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Faustauhafen und Graphitport City liegen. Hui! Gut, okay, haben wir das bekommen? Ich würde jetzt einmal gerne kurz ins Pokécenter gehen und dort mich einmal heilen. Und anschließend geht es dann zum lieben, Mr. Briggs, oder, nee, wie heißt er hier? Mr. Brack, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Wollte ich da ja jetzt einmal kurz mit dem dann sprechen quasi. Und ja, ne, sowas alles. So, einmal Pokémon heilen. So. 5 Stück haben wir jetzt. 3 Zickzacks, ein Flurmel und ein Hydropie. Ah, herrlich. Naja, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ja, doch, wir haben hier einen Rivalenkampf. Okay. Gut, kriegen wir aber hin. Kein Problem. Oh, hi Leon. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Meiner sieht ganz schön anständig aus. Ich habe im Blütenburgwald Pokémon gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Willst du nicht mit mir kämpfen? Okay. Dann war das, glaube ich, nur in der Smaragd-Edition, wo das war. Oder das ist später nochmal. Moment mal, da war ein Item und das kam ich ja jetzt ran, ne? Dann will ich mir das auch gleich mal nehmen, ne? Nur mal so als kleine, dämliche Idee von Leon. So, ein X-Treffer. Way, schön, das kann ich gleich wieder wegschmeißen oder sowas. Ich werde es wahrscheinlich eher noch verkaufen, weil ich geldgeil bin. Aber okay, ja, da oben wäre auch was, aber das ist, glaube ich, nichts Wichtiges. Von daher, egal. Gehen wir hier weiter runter. Kommen hier aus dem Blütenburgwald raus und können dann jetzt hier mit Mr. Brack... Hey. Ah, toll, ich leuchte. Alter, ich krieg's nicht hin. So, warte Mädchen, immer langsam, Pecco. Du bist Leon. Du hast meinen Liebling Pecco gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Faustauhafen und ein Paket in Graphitport City abgeben? Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen Segel Richtung Faustauhafen. Way! Faustauhafen, wir kommen. Anker gelichtet. Pecco, mein Liebling. Wir setzen Segel.
Ich finde das so cool mit diesem Segelboot. Wey, tralalala. Oh Mann, aber es ist eigentlich kein Segelboot, meine Leute. Das ist bestimmt kein Segelboot. So, das ist Route 106, das merken wir uns mal gleich. Und Faustau Hafen. Das heißt, ich kann hier zwei Pokémon fangen. Ahoi, wir haben in Faustau Hafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt diesem Troy bringen. Denn hier kriegen wir irgendwo eine Angel. Dies ist ein berühmter Angelplatz. Hast du Lust zu angeln? Ja. Ich habe dir genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich würde dir eine meiner Angeln geben. Angel erhalten. Way! Sehr schön. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Schau dir zuerst das Wasser an und dann benutze deine Angel. Konzentriere dich. Wenn etwas bei ist, hol die Angel ein. Manchmal kannst du mit einem Mal etwas Großes fangen, manchmal musst du immer wieder kurz die Angel anheben, um etwas an Land zu ziehen. Ja, wie gesagt, wir können hier zwei Pokémon fangen. Sind wahrscheinlich beides Carpador, aber das macht mir gar nichts, denn, na warte. Wählen. Tue ich das mal einmal kurz. Denn, wir kriegen ja mit, Beleber, das bringt mir auch nichts. Das können wir zu einem, Gyarados entwickeln und Gyarados ist fucking awesome. Also, rein damit. Einmal hier. Du hast ein Pokémon am Haken. Also, was haben wir denn Tolles? Es ist ein Carpador, wie ich es mir schon gedacht habe. Es ist Level 7. Ganz vorsichtig mit Tackle. Okay, so vorsichtig muss ich da gar nicht sein. Das ist ganz gechillt. So, Tackle. So, noch mehr Platscher, das ist toll. Nochmal Tackle. Kein Volltreffer, davor habe ich Angst. So. So, einmal einen Pokéball. So, sehr schön. Okay, 1, 2, 3. Sehr schön. Haben wir Carpador gefangen. Was gebe ich Carpador für einen Namen? Carpador, also Carpador Nummer 1. Carpador Nummer 2 bräuchte ich so gesehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nenne das mal Twister. Wie ich das zweite nennen werde, das weiß ich nicht. So. Okay. Haben wir das im Team? Das ist toll. Und hier sind wir auf Route 106. Und hier können wir nochmal eins fangen. So. Also. Du hast ein Pokémon am Haken. Way. Noch ein Carpador. Wuhu. Und das ist nur Level 5. Nicht cool. Einmal vorsichtig kaputt tackeln irgendwie. Hilfe, Gott. Ich glaube, das überlebt das nicht, wenn ich den jetzt nochmal tackle. Also, Pokéball einsetzen. So, okay. Eins. Oh Gott. Wieso bist du da rausgekommen? Wie hast du das gemacht? Du bist Level 5 und ich habe dich geschwächt. Oh Mann. Vielleicht sollte ich es mit dem Flurmel vielleicht noch etwas weiter schwächen. Wenn es jetzt nicht geht. Dann werde ich das vielleicht machen, aber läuft. Gut, okay. Wunderschön. Okay, möchtest du Carpador einen Spitznamen geben? Was könnte ich denn noch für einen Spitznamen geben für einen Carpador? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, du. Wie nenne ich dich jetzt? Oh Mann, ich habe keine Ahnung. Einen Moment mal, ich guck mal irgendwie nach, was wen ich da so finde. Jetzt einfach mal Glück und hoffen. Ne, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt einen Namen ausgesucht und ich habe mal nachgeguckt noch, wie das ist, bis zu welchem Level ich das Carpador dann gleich leveln sollte. Das gilt dann, by the way, auch für alle anderen Pokémon, die ich jetzt gleich noch trainieren werde. Das Pokémon, das heißt New Mario. Ich habe jetzt einfach mal geguckt bei mir so ins Postfach und alles und wer mir so ziemlich viele Kommentare schreibt und so einen ganzen Krams und deswegen heißt das jetzt New Mario. Ich könnte jetzt die. Mach ich das? Ist eigentlich egal, glaube ich. So, New Mario wurde auf den PC übertragen. Ja,
Das Carpador lernt auf Level 15 Tackle. Auf Level 20 würde es sich zu Garados entwickeln. Bis Level 20 will ich es nicht jetzt leveln. Da reicht mir, glaube ich, wirklich Level 15. Und bis dahin werde ich auch alle anderen Pokémon trainieren erstmal. Bevor es jetzt irgendwie großartig weitergeht. Weiß auch nicht, ich glaube, ich werde eins der Zickzacks. Ich denke mal Nervtöter. auf eine Box packen. Hier mal das PC. Yep, okay. Bewegen machen wir mal einfach kurz. Das Carpador, das ist nicht tot. Wen wundert's? Packen wir mal einfach hier hin. Weil, Quatsch, ich wollte es ja erstmal bewegen und dann ins Team packen. Dann für, welches ist das? Blaucube? Nein, den lasse ich mal drin. Nervtöter wollte ich raus, genau. Du kommst jetzt auf die Box. Haben wir im Notfall ein Pokémon auf jeden Fall. Huhu! Unser erstes sicheres Pokémon, so gesehen. Huhuey, also es geht von jetzt an immer irgendwie erstmal weiter. Zumindest ein Part oder so ein Scheiß. Gut, okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal kurz offscreen trainieren, und ja, bis gleich. So, da sind wir wieder bei Pokémon Rubin in der Nuzlocke Challenge. Ich habe ein bisschen gelevelt, nicht so viel wie ich vorhatte eigentlich. Ich habe zwar, wie gesagt, diese Pokémon alle auf Level 15 geschafft, allerdings Twister habe ich gar nicht angerührt und New Mario habe ich auch nur bis Level 14 geschafft. Ja, die Carpadors, die haben sich als ein wenig sehr levelintensiv erwiesen. Für New Mario, da sollte ich noch erwähnen, dass ich die zwei Sonderbonbons, die ich beide durch Mitnahme von Darky und Blaucube bekommen habe, verwendet habe. Und ich bin trotzdem nur auf Level 14 gekommen und ehrlich gesagt, irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr, noch großartig weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob hier jetzt irgendwo ein Supermarkt ist, hier glaube ich nicht. Warte mal, hier ist auch Route 107. Ist schön, dass sie da ist, aber mit der aktuellen Angel habe ich da sowieso keinen Bock drauf. So, wir kämpfen mal eine Runde. Was machen Angler, wenn sie mal auf die Toilette müssen? Ich gehe nicht. Niemals. In der Zeit könnt ihr etwas anbeißen. Oh Gott, das ist jetzt leicht eklig. Aber okay, ja. Ne, wir gehen dann einfach mal weiter im Text. Tentacha, okay. Da wäre es jetzt cool, wenn man Flug-Pokémon hätten. Haben wir aber nicht. Schade drum. Ich setze mal Brawlzocker ein. Da können das mal gleich zeigen, was es so drauf hat und so, ne? Hatten wir ja noch nicht on-screen. Das hat auch ein bisschen was gelernt. Was hatten wir denn? Ja, Erstauner und Jaula ist neu. Genau, mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Ich setze mal einfach weiter Pfund ein. Was heißt weiter? Ich setze Pfund ein. Bla. So, Initiative von B-Zocker oder Brawlzocker sinkt. Das ist schade, aber okay. Setz Giftstachel ein. Okay, doch, das geht. Okay. Gut, okay. Haben wir das Tentacha erledigt. Sehr schön. So. Da ein bisschen gelevelt. Ich habe verloren, weil ich nicht auf die Toilette gegangen bin. Hoho. Kann man nicht viel zu sagen. Ich habe mir jetzt ein bisschen was gedacht noch. Ich werde jetzt zuallererst diesen Trainer hier noch erledigen. Anschließend werde ich in die Höhle gehen, mir dort irgendwas fangen. Ich hoffe, dass ich auf ein Aber treffe und dieses dann gleich mit einem Hyperball, welches ich auch durch Mitnahme bekommen habe, gleich fangen kann. Das wäre sehr gut. Okay, ein Stolunior wäre auch sehr cool. Was befolgst du? Fischen im Meer oder im Fluss? Macht das einen Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bis jetzt nur Carpador gefangen. Hey! Wundertoll. Und drei Pokémon setzt sein. Oh mein Gott. Alles offensichtlich Carpador, da macht das auch nicht viel, wenn ich mit dem Carpador anfange. Und dann anschließend, ja, setzen wir nochmal Brawlzocker ein. Will ich das mal als erstes ein bisschen leveln? Wäre vielleicht eine ganz nette, coole Idee. Nichts geschieht, oh mein Gott. Ich setze mal Erstauner ein, weil das macht ja eigentlich keinen Unterschied, oder? Das setzt nur Platscher ein, mein Gott, das ist eigentlich relativ egal. Ich kann mir Zeit lassen, wie ich will. Erstauner macht da sowieso nicht viel und von daher, ne, ich bin sowieso langsamer, keine Ahnung, wieso ich langsamer bin, aber okay. So, Carpador erledigt, sehr schön. Wäre cool, wenn ich New Mario noch auf Level 15 jetzt kriegen würde. Ja, Tentacha, da lasse ich das mal lieber. Wäre ganz cool, auf jeden Fall, aber was nicht will, das will nicht. Dann kann ich da auch nichts für, tut mir dann leid. Oh mein Gott, jetzt ist es auch noch vergiftet. Aber ich sollte irgendwas gegen Vergiftungen da haben, also von daher ist das kein Problem. So, okay, Tentacha erledigt, sehr schön. Und als nächstes wird Carpador. Ja, da wechseln wir wieder zurück zu... Ne, nicht Twister.
zu New Mario und danach setzen wir dann eins von den beiden Zickzacks ein. Hab by the way festgestellt, dass sich Darky ein wenig schwieriger trainieren lässt als Blaucube. Ich denke, das liegt an, ich weiß nicht, ich denke, Darky hatte mutig, glaube ich, und dafür mehr Angriff und Blaucube hatte dafür irgendwas anderes. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich glaube, das hat eine leicht schlechtere Verteidigung, lässt sich viel schneller so außer Ruhe bringen oder wie auch immer man das halt sagen soll, ne? So. Blaucube setzt Kopfnuss ein, das ist toll. Nochmal Platscher, okay. Nichts geschieht, oh mein Gott. Und nochmal Kopfnuss, Bams! So, wundertoll. Level 22 EP, Entschuldigung. Wie beim Tiefseefischen habe ich auch hier geradezu spektakulär verloren. So, ich weiß nicht. Will ich das jetzt noch in diesem Part machen mit dem? Doch, das, ich glaube, das mache ich noch. Ich weiß zwar keinen Namen aktuell, wieder mal. Aber ich glaube, das mache ich noch in diesem Part. So, jetzt schnell heilen. So, okay. Kann ich mir schon mal überlegen. Was könnte ich denn als Namen nehmen? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Muss ich das nachgucken? Weil nee, lass dann einfach was weg. Wenn ich denn was Tolles fange, ne? Ich hoffe es, ja. Kann ja auch sein, dass es wie gesagt ein Abra ist und das mir dann einfach kurzhand abhaut. Hier haben wir noch ein Item. Nehmen, einen Supertrank. Okay, schön. Geheilt sind alle und ich habe auch wirklich zwei Hyperbälle. Okay, also sollte ich wirklich einen Abra finden, kann ich das auch einsetzen. Hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorher schon hier war, Treu hier ist ja, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen. Aber das Motto unter uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Und deshalb bekommst du dies von mir. VM5. VM5 ist schön, das können wir aber erst nach der Arena benutzen. So. Okay, die wollte ich dann vorher erst noch machen. So, was haben wir hier denn? Wir haben ein Makuhita. Makuhita ist cool, auf jeden Fall. Bringt uns bloß nicht sehr viel in der Arena. Schade drum. Aber okay, ist kein Problem. Wir setzen mal Blaucube ein. Ich habe eigentlich da ziemlich Respekt vor. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Attacken einsetzt. Sandwirbel, okay. So, aber das macht gar nichts. Ich setze mal Zerschneider ein. Okay, das macht ein halben Dingsbumster. Ich probiere es jetzt einfach mit einem Pokéball. Pokéball, die haben bis, ich glaube, Level 20 ungefähr immer dieselbe Fangrate. Von daher macht das, glaube ich, nichts. Ja, geht doch. Ab Level 20 wären dann eigentlich so, glaube ich, die Superbälle und ich glaube ab 40 die Hyperbälle, glaube ich. So, Makuhita ist sehr zäh, selbst wenn es im Kampf wäre, egal. So, ein Spitznamen. Ich wollte den jetzt nach The Low Pro benennen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob du mit TH geschrieben wirst oder ohne oder mit D. Deswegen, keine Ahnung. Ich mach das verdammt gerne, dass ich dann einfach irgendwie den englischen Artikel oder sowas einfach mit D abkürze oder sowas. Deshalb nenne ich dich jetzt einfach Low Pro. Ich weiß gar nicht, ob The hinpassen würde oder sowas. Keine Ahnung. Beide, doch, das müsste eigentlich hinpassen. So. So, okay. Low Pro. Ja, doch, das hätte hingepasst. Aber mein Gott. Okay. Low Pro wurde auf den PC übertragen. Ja. Ich beende den Part hier. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werde ich Low Pro auch auf Level 15 gelevelt haben. Und ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Pokémon Rubin in der Nuzlocke Challenge. Bis dahin, tschüss.